Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung über ihren Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Queerleben. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der AfD vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Ich bitte zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, Sven Lehmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vor genau 30 Jahren wurde der Paragraph 175 Strafgesetzbuch endgültig abgeschafft. Damit endete ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, unter dem Generationen vor allem homo- und bisexueller Menschen gelitten haben. Ihre Liebe wurde staatlich verfolgt, sie mussten sich verstecken, sie riskierten ihren Arbeitsplatz. Zehntausende wurden inhaftiert, viele davon in den Suizid getrieben. Und ich denke, dass ich auch in Ihrem Namen spreche, wenn ich sage, so etwas darf in Deutschland nie wieder passieren. Heute sind wir zum Glück weiter. Ich konnte vor einem Monat den Mann, den ich liebe, heiraten. Und ich möchte, dass auch in Zukunft alle Menschen den Menschen heiraten dürfen, den sie lieben, egal welches Geschlecht dieser Mensch hat. Und damit Errungenschaften wie die Ehe für alle, die ja nicht vom Himmel gefallen sind, sondern sie sehr, sehr hart erstritten wurden, damit diese Errungenschaften von Dauer sind und nicht wieder zurückgedreht werden können, braucht es einen ausdrücklichen und verfassungsrechtlichen Schutz in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz. Und dafür bitte ich ganz besonders Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, um Unterstützung. Ich freue mich sehr, dass immer mehr CDU-geführte Landesregierungen genau dieses Anliegen unterstützen. Und ich glaube, es wäre ein wichtiges Zeichen in dieser Legislaturperiode, auf das sehr, sehr viele Menschen setzen. Wir haben in den letzten zwei Jahren große Fortschritte für queere Menschen erreicht. Wir haben die Diskriminierung bei der Blutspende abgeschafft. Wir haben Hasskriminalität gegen LSBTIQ ausdrücklich ins Strafrecht aufgenommen. Und wir haben mit dem Selbstbestimmungsgesetz die Grundrechte für transgeschlechtliche Menschen gestärkt. Und dafür bin ich dem Bundestag sehr, sehr dankbar und viele Menschen auch. Und diese Fortschritte lassen sich messen. Nach vielen Jahren Stillstand ist Deutschland bei der rechtlichen Gleichstellung von LSBTIQ auf Platz 8 innerhalb der Europäischen Union aufgestiegen. Und ich finde, darauf können wir zusammen sehr stolz sein. Das reicht natürlich nicht. Wir wollen unter die Top 5 mindestens. Und alles, was dazu notwendig ist, steht im Aktionsplan der Bundesregierung, den wir heute hier debattieren. Es ist der erste Aktionsplan dieser Art einer Bundesregierung überhaupt, mit dem sich alle Ressorts zur Umsetzung verpflichtet haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, für diese Fortschritte gehen auch in diesem Jahr bei den CSDs im ganzen Land wieder Millionen Menschen auf die Straße. Und bei diesen CSDs geht es nicht, wie manchmal behauptet wird, um Sonderrechte einer Minderheit, sondern es geht um grundlegende Menschenrechte für alle Menschen, nämlich das Recht, selbstbestimmt zu leben und zu lieben, und zwar frei von Diskriminierung und Anfeindungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Gesellschaft freier und stärker ist, wenn alle Menschen verschieden sein können, aber gleich an Rechten und Würde. Und auch daran zeigt sich, wie stark unsere Demokratie ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Mareike Lotte Wulff für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich direkt zu Beginn ein paar kurze persönliche Sätze zum gestrigen Jahrestag, 30. Jahrestag der Abschaffung des Paragraphen 175 sagen.
Es ist schlimm genug, dass die Strafbarkeit von Homosexualität in der Bundesrepublik bis 1969 vollumfängliche Rechtslage war und der Paragraph 175 erst gestern vor 30 Jahren im Jahr 1994 restlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wurde. Trotz oder gerade aufgrund dieser traurigen Vorgeschichte ist das gestrige Jubiläum ein Ereignis, das mich persönlich tief berührt. Denn es lässt nicht nur das unsagbare, lässt nicht nur an das unsagbare Leid zurückdenken, das so viele Männer und Frauen in unserem Land in der Vergangenheit erfahren mussten, und zwar einzig und allein deshalb, weil sie liebten, wen sie liebten. Nein, an solchen Tagen kann man vielleicht auch spüren, dass es so etwas wie gesellschaftliche Weiterentwicklung wirklich gibt. Und angesichts dieser Vorgeschichte halte ich es für richtig, dass wir uns hier im Hohen Haus auch immer wieder mit den Rechten und der Situation der Menschen in unserem Land beschäftigen, die sexuellen oder geschlechtlichen Minderheiten angehören. Eine andere Sache dagegen, die irritiert mich an dem, was Sie im Aktionsplan vorlegen oder mit dem Aktionsplan vorlegen, lieber Herr Lehmann. Und das ist die Vereinnahmung aller Menschen, die sexuellen oder geschlechtlichen Minderheiten angehören, durch das Label queer. Nicht jeder, der homosexuell oder transgeschlechtlich ist, kann mit diesem Label queer etwas anfangen. Das sagen mir auch zum Beispiel schwule Männer, lesbische Frauen immer wieder. Die Vereinnahmung durch diesen aktivistischen Sammelbegriff, den lehnen sie erstmal ab. Schwule, lesbische, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche Menschen, das ist eine sehr heterogene Gruppe, so wie wir als Gesellschaft heterogen sind. Nicht alle wählen grün, nicht alle finden queerpolitische Vorstöße gut und nicht alle freuen sich über das Selbstbestimmungsgesetz. Und diese Differenzierung, die finde ich, muss schon stattfinden. Es ist politisch nicht zielführend, allen ein einheitliches Label überzustülpen und nur noch gruppenbezogen zu denken. Denn dann läuft man Gefahr, blind zu werden für das große Ganze und den Einzelnen mit all seinen Besonderheiten und unterschiedlichen Lebenslagen. Und lassen Sie mich vor diesem Hintergrund noch einen konkreten Punkt zu Ihrem Aktionsplan sagen, der mich besonders verärgert hat. Denn Sie kündigen etwas Sinnvolles an, was Sie nicht tun. Sowohl im Koalitionsvertrag, auch in Ihrem Aktionsplan sprechen Sie davon, wie wichtig Beratungsstrukturen zum Beispiel für Menschen mit Geschlechtsdysphorie sind, insbesondere für Kinder und Jugendlichen und deren Familien. Und dies ist ja nun umso wichtiger, wenn jetzt Jugendliche durch das Selbstbestimmungsgesetz bereits mit 14 Jahren selbst ihren Geschlechtseintrag ändern können. Aber anstatt die Stärkung von unabhängigen, qualifizierten Beratungsstellen tatsächlich in die Tat umsetzen, behaupten Sie seit Neuestem, dass jede Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe eine solche Beratung entsprechend durchführen könnte. Und damit, lieber Herr Lehmann, machen Sie eben das nicht, was Sie ankündigen und was Sie als Staatssekretär und als Queerbeauftragter eben tun könnten. Sie hätten alle Mittel in der Hand, Beratungsstellen ins Leben zu rufen, aber Sie tun genau nichts. Ich glaube, wir brauchen weniger Strategieprozesse oder Aktionspläne und runde Tische. Wir brauchen eine Regierung, die das, was sie ankündigt, dann entsprechend auch in die Tat umsetzt. Und das erwarten wir von Ihnen. Und da müssen Sie noch nacharbeiten. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Anke Hennig das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte KollegInnen, liebe Zuhörende. Eigentlich müsste ich mich freuen, dass wir heute endlich die Möglichkeit bekommen, über den Nationalen Aktionsplan für die Akzeptanz und den Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu sprechen. Aber ich stehe heute hier und ringe um etwas, das für mich bisher immer klar gewesen ist: der gesellschaftliche Zusammenhalt. Das Grundprinzip unserer demokratischen Werte und die Gewissheit, dass wir für unsere Positionen in und zwischen den demokratischen Parteien streiten können, aber nie im Bösen auseinandergehen, sondern konstruktiv und lösungsorientiert zusammenarbeiten. Die rechten Kräfte sind nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern weltweit stärker geworden.
Sie bespielen international ihre Netze und Verbindungen, um das, was wir als freiheitlich-liberale Demokratie verstehen, zu zersetzen. Sie nehmen aktiv Minderheiten wie etwa die queeren Menschen in den Fokus, um sie gegenüber der Gesellschaft zu instrumentalisieren. Als ob trans- und nicht-binäre Menschen sie in ihren Rechten beschneiden oder ihnen etwas wegnimmt. Bewusst gestreute Desinformationen und Hetze führen dazu, dass Misstrauen gesät und negative Emotionen gegenüber trans-, inter- und nicht-binären Personen aufgebaut werden. Sie versuchen mit allen Mitteln, die Zeit dahin zurückzudrehen, in der noch nicht mal die Rede von Gleichberechtigung von Mann und Frau war. Und wenn Sie jetzt glauben, dass ich hier den Abgesang auf die Demokratie mache und einfach aufgebe, dann haben Sie sich getäuscht. Ich kann Ihnen aus tiefstem Herzen versichern, jetzt erst recht. Gleiche Rechte für alle Menschen bedeutet nicht weniger Rechte für eine einzelne Person. Nur weil Sie es immer propagieren, heißt es nicht, dass es deshalb richtig ist. Queerpolitik zu machen bedeutet nicht, während des Pride-Monats mal eine Regenbogenflagge zu schwenken oder mal auf einen CSD zu gehen. Wir machen Queerpolitik aus Überzeugung. Es ist unsere Überzeugung, zur queeren Community zu stehen und weltweit für deren Rechte zu kämpfen, weil alle demokratischen Kräfte wissen, dass es hier um etwas viel Größeres geht. Wir verteidigen die Grundwerte unserer liberalen Demokratie. Wir verteidigen den Grundgedanken einer progressiven und liberalen Gesellschaft. Das ist meine, das ist unsere Pflicht als Abgeordnete eines demokratischen Rechtsstaates. Wir halten dagegen. Es muss aber auch festgehalten werden, dass 16 Jahre unionsgeführte Regierung wenig Spuren in der Queerpolitik hinterlassen hat. Das versuchen wir als Ampelkoalition zu verändern, auch wenn die Wege hin zu einer Einigung nicht immer einfach sind. Wir sind angetreten als Fortschrittskoalition mit dem Versprechen, auch in der Queerpolitik endlich anzupacken. Wir haben es geschafft, das Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg zu bringen und damit viele Jahrzehnte staatliche Diskriminierung beendet. Wir haben dafür gesorgt, dass das Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, abgeschafft wird. Wir haben dafür gesorgt, dass das Diskretionsgebot gekippt wird und queere Geflüchtete nicht mehr mit der Begründung in ihre Heimatländer abgeschoben werden können. Sie könnten sich dort ja auch diskret verhalten. Wir haben dafür gesorgt, dass die systematische Verfolgung queerer Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität in das Völkerstrafrecht aufgenommen wird. Damit ist Deutschland auf internationaler Ebene Vorreiter. Es ist endlich an der Zeit, ins 21. Jahrhundert zu gehen. Es war und ist notwendig, progressive Politik zu machen, die alle in den Blick nimmt. Und wir sind auch noch lange nicht am Ende angekommen, denn nach wie vor gibt es unzählige Bereiche, in denen queere Menschen keine Gleichberechtigung erfahren. Genau deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin zusammenstehen und als Gesellschaft miteinander unsere Werte verteidigen. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung vor fast 2 Jahren erstmals den nationalen Aktionsplan aufgelegt. Darin werden alle Lebensbereiche queerer Menschen in den Blick genommen, vom Kindergarten über die Jugendarbeit bis hin zur Pflege und dem Alter. Der Bund, die Länder sowie mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen arbeiten derzeit gemeinsam an Empfehlungen zur Umsetzung dieses Aktionsplans mit dem Ziel, den Alltag queerer Menschen endlich diskriminierungsfrei, selbstbestimmt und gleichberechtigt zu gestalten und die rechtliche Gleichstellung voranzubringen. Ich versichere euch, wir bleiben dran, aus tiefstem Herzen und aus voller Überzeugung. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Abgeordnete Martin Reichardt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren! Der ideologische Firlefanz der Ampel wurde am Sonntag eindrucksvoll abgewählt. Herr Scholz und die Regierungsparteien aber zeigen dem Volk gelassen den Mittelfinger. Mehr noch, sie erklären die Wähler für dumm, weil sie die Segnungen von Rot-Gelb-Grün angeblich nicht verstehen. 3 Tage nach dem Wahldebakel, besonders der Grünen, stellt diese Regierung allen Ernstes den Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt Querleben vor. Der sogenannte Aktionsplan ist die völlige Abkehr vom biologischen Fakt der Zweigeschlechtlichkeit. Er schafft die Grundlagen für Männer in Frauenumkleidekabinen, Drag Queens mit Dildos in Grundschulen und Masturbationsräume in Kindergärten. Das lehnen wir ab, und das ist nicht homophob, das ist vernünftig, meine Damen und Herren. Der Aktionsplan ist ein Musterbeispiel für die kulturkämpferische Agenda der Grünen, die die traditionelle Familie zersetzen, Frauen und Kinder gefährden und Minderheitenpolitik der Mehrheit aufdrücken will. Deutlicher könnten Sie Ihre Verachtung gegenüber der Mehrheit der Menschen in Deutschland gar nicht dokumentieren. Denn laut INSA-Umfrage vom Mai diesen Jahres sehen 86% der Befragten die Familie aus Vater, Mutter und Kindern als Grundlage der Gesellschaft und als wünschenswertes Lebensmodell an. Ihre jahrelange politische Umerziehung fruchtet nicht. Ihre linksgrünen Lügen will schon lange keiner mehr hören, meine Damen und Herren. Die Menschen haben die Nase voll von der rot-grünen, familienfeindlichen Transgender-Ideologie. Aber auch die Union stellt sich dem Irrsinn nicht entgegen. Die Union hat im Bundesrat das Selbstbestimmungsgesetz durchgewunken, für das Hissen der Regenbogenflagge auf dem Reichstag gestimmt, und dank der Union hat Berlin jetzt den ersten Queerbeauftragten. Auf allen Vieren kriecht die Union dem linksgrünen Zeitgeist hinterher. Das ist erbärmlich, meine Damen und Herren. Der Queerbeauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann stuft jegliche Kritik an der Gender-Ideologie als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ein. Welch ein Hohn auf die Meinungsfreiheit. Deshalb fordern wir in unserem Antrag auch, das Amt des Queerbeauftragten abzuschaffen. Wir wollen Familien fördern und Kinder und Jugendliche schützen. Deshalb fordern wir in unserem Antrag unter anderem einen nationalen Aktionsplan für eine kinder- und familienfreundliche Gesellschaft, Einführung eines Familiensplittings, Mehrwertsteuersenkung auf Produkte und Dienstleistungen des Kinderbedarfs, die Überprüfung aller Gesetze auf Familienfreundlichkeit und das Verbot jeglicher Form an kindergerichteter LSBTQ-Propaganda, zum Beispiel im Fernsehen und in Kindertagesstätten. Das ist Familienpolitik, meine Damen und Herren. Eine Gesellschaft ohne Kinder ist eine Gesellschaft ohne Zukunft. Eine Regierung, die der Gender-Ideologie folgt, die die Familie aus Vater, Mutter und Kindern zerstören will, hat keine Zukunft. Am Wochenende haben junge Menschen und fleißige Arbeiter mehrheitlich die AfD gewählt, weil sie ein Leben in Freiheit, ein Leben in Wohlstand und ein Leben in Sicherheit wollen. Und ich sage Ihnen das eine, wir als AfD, wir sind die Zukunft Deutschlands. Sie haben politisch abgewirtschaftet, und das ist gut so, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme wie angekündigt noch einmal kurz zurück zur Debatte in der Aktuellen Stunde. Ich rüge ausdrücklich den ersten Satz der Kollegin Deria Türk-Nachbauer in ihrem Redebeitrag, der geeignet war, den Abgeordneten Fahle mindestens in ein falsches Licht zu stellen. Ich will jetzt nicht noch ausdrücklich hier weitere Bewertungen vornehmen. Ich bitte wirklich, bei allen Debatten, die wir in dieser Woche hier noch miteinander zu bestreiten haben, wo wir hart in der Sache streiten sollten, um die besten Antworten, die besten Lösungen, aber
ich bitte darum, dass wir alle respektieren, dass wir nicht persönlich die Abgeordneten entsprechend angreifen oder diskreditieren. Ich denke, in den Debatten haben wir genügend Raum. Alles das, auch was uns unterscheidet an Einschätzungen, entsprechend darzustellen. So, und damit sind wir wieder zurück im Tagesordnungspunkt 3 und führen die Debatte fort. Das Wort hat der Kollege Jürgen Lenders für die FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, auch für Ihre mahnenden Worte. Das ist ja jetzt keine ganz so einfache Debatte. Und am Ende muss man sagen, oder am Anfang, gesellschaftliche Akzeptanz, Rückhalt von der Familie und von seinen Freunden, Zivilcourage und Sichtbarkeit, das ist dann der beste Schutz vor Gewalt und Diskriminierung. Und genau das spiegelt der Nationale Aktionsplan in seinem Inhalt wider. Der ressortübergreifende Nationale Aktionsplan soll finanziell unterlegt werden und umgesetzt werden, um Queerfeindlichkeit zu bekämpfen. Der Aktionsplan ist eine Selbstverpflichtung der gesamten Bundesregierung. Und meine Damen und Herren, ich hatte eben mit meinem Kollegen Kruse kurz die Diskussion, wann ist eine Minderheit eigentlich eine Minderheit? In Deutschland definieren sich 11% der Menschen als queer. Das sind über 9 Millionen Menschen. 26% sagen von sich selber, dass sie schon mal sexuelle Erfahrungen mit dem eigenen Geschlecht hatten. Und in der gesamten Gesellschaft sagt jeder zweite Mensch, dass er einen homosexuellen oder einen queeren Menschen in der Familie, in seinem Freundeskreis oder in seinen Kollegen hat. Meine Damen und Herren, reden wir hier wirklich von einer Minderheit? Und dennoch gibt es Teile in der Bevölkerung, die keinerlei Bezug zu queerpolitischen Themen hat. Wir müssen also Menschen mitnehmen, die ihre Fragen beantworten, mit ihnen ins Gespräch kommen. Das schafft dann am Ende Verständnis und Akzeptanz. Auch wenn die Menschen in Deutschland nach wie vor hinter der Gleichstellung von homosexuellen Paaren stehen, sehen wir doch, dass es dann zurzeit eine Umkehrbewegung gibt. Gewalt und Anfeindung gegen queere Menschen nehmen in Deutschland mittlerweile zu. Und auch die Straftaten, das sollte uns insgesamt alle miteinander doch beunruhigen. Aber auch etwas, was wir alle schon als selbstverständlich gesehen haben. Jeder vierte Deutsche ist in Deutschland mittlerweile gegen die Ehe für alle. Das sollte uns echt zu denken geben. Und wenn wir uns also diese Zustimmungswerte zu Regenbogenfamilien und queeren Lebensentwürfen mal anschauen, dann sehen wir, welche Notwendigkeit gerade dieser nationale Aktionsplan hat, der eben für solche Informationen, für Sichtbarkeit, für Akzeptanz auch sorgen soll. Und Frau Kollegin Wulff, Sie hatten es angemahnt beim Selbstbestimmungsgesetz, dass wir noch nicht die Beratungsangebote aufgebaut haben. Da muss ich Sie leider korrigieren. Erstens tritt der Prozess mit dem Aktionsplan erst im Herbst in seine Umsetzung. Das heißt also, das, was Sie fordern, kann jetzt noch nicht daraus gefolgt sein. Und zum anderen gibt es diese Beratungsstellen auch heute schon. Auch heute werden Transpersonen nicht alleine gelassen. Auch heute gibt es tatsächlich schon Beratungsstellen in einem gewissen Umfang, den wir natürlich noch ausbauen wollen. Und Frau Präsidentin, erlauben Sie die Zwischenfrage? Ja, Frau Präsidentin.
Bei dieser Gelegenheit grüße ich Sie dann alle auch ganz herzlich, bis das Mikro geht. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für das Zulassen der Zwischenfrage. Sie haben mich jetzt direkt angesprochen und deshalb müssen wir die Debatte jetzt hier einmal führen. Der Aktionsplan, der liegt ja nun schon seit November 2022 vor. Er ist jetzt erstmalig im Parlament und jetzt sagen Sie, er soll im Herbst umgesetzt werden. Finden Sie nicht auch, dass dieses Tempo der Bundesregierung, jetzt mal unabhängig davon, ob wir die Inhalte teilen oder nicht, dieses Tempo vielleicht ein bisschen langsam ist? Frau Wulff, wenn man sich den Aktionsplan umfänglich durchschaut und durcharbeitet, merkt man eigentlich, dass es einen Beteiligungsprozess dabei gibt. Und der ist in solch einer Vielfalt, dass es natürlich auch einen zeitlichen Aufwand bedarf, alle Akteurinnen damit an Bord zu holen, um hier die Maßnahmen auch umzusetzen. Es macht ja keinen Sinn, dass man das sozusagen von der Regierungsbank aus der Bevölkerung vorschreiben will, sondern man muss natürlich mit allen Beteiligten reden. Und insofern ist das, ich finde es sehr schön, dass Sie da mehr Tempo fordern, danke dafür, aber das ist ein Beteiligungsprozess und der braucht Zeit und die Umsetzung dann am Ende auch. Trotzdem bleibe ich dabei, es gibt ja Beratungsangebote, auch heute schon. Transmenschen werden auch heute nicht alleine gelassen. Aber was mir da Besorgen gemacht hat in der Diskussion, Frau Kollegin, ist tatsächlich, dass das Selbstbestimmungsgesetz zu einem Stellvertreterkrieg geworden ist, dass wir Debatten geführt haben, die dann am Ende so etwas wie einen Kulturkrieg ausgerufen haben. Und der ist von vielen ausgerufen worden, nur nicht von den Transpersonen, sondern das waren Menschen, die wirklich hier ganz eigene und sehr falsche Ziele verfolgt haben. Ja, weil die Kollegin da ja schon so reinruft. Mich wundert tatsächlich es ein Stück weit auch, dass queere Menschen die AfD wählen, aber queere Menschen sind halt nicht besser und nicht schlechter und nicht schlauer wie der Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung. Aber es ist wirklich eine gute Gelegenheit gewesen, hier auch eine AfD-Forderung mal zu erinnern, wie die Ehe für alle abzuschaffen oder CSD zu verbieten. Glauben Sie noch eine Zwischenfrage aus der AfD? Entschuldigung, ich muss dazwischen gehen, weil so wenig Zeit ist. Nein, Frau Präsidentin, da möchte ich dann gerne zum Schluss kommen. Die haben ja bestimmt dann noch Gelegenheiten, ihre kruden Thesen auch ansonsten noch vorzutragen. Meine Damen und Herren, wenn sich die AfD dann hier sozusagen als Beschützerin auch noch der Community dann auch noch verkaufen will, es bleibt dabei, dass sie einen Kulturkampf führen wollen gegen eine liberale Gesellschaft. Dem werden wir eine klare Absage erteilen. Klar ist, eine vielfältige und diskriminierungsfreie Gesellschaft ist mehr als die Abwesenheit von diskriminierenden Gesetzen. Vielfalt macht eine Gesellschaft freier und damit auch stärker. Sie kann die Gesellschaft sogar ein, wenn es gelingt, Anderssein zu akzeptieren. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Bettina Margarete Wiesmann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor fast 3 Jahren hielt ich hier eine Rede, die verschiedene Anträge der damaligen Opposition zum Schutz von Menschen der LSBTIQ-Community zum Gegenstand hatte. Einer davon zu einem bundesweiten Aktionsplan. Heute steht dieser Aktionsplan, wage ich zu sagen, zur Debatte in einer aktualisierten Fassung. Es wurde schon gesagt, vom November 22. Und ja, wir als CDU-CSU sagen auch, es besteht weiter Handlungsbedarf, damit Menschen dieser Community in unserem Land weder benachteiligt noch angegriffen werden und damit ihre besonderen Bedürfnisse, zum Beispiel als Ehepartner oder Eltern oder anderweitig, berücksichtigt werden. Sie von den Grünen waren damals nicht zufrieden mit dem, was wir mit der SPD erreicht hatten, auch wenn die SPD es heute irgendwie auch schon ein bisschen vergessen hat. Der Eintrag divers im Personenstandsregister. Das Verbot von Operationen an intersexuellen Kindern. Die Rehabilitation soldatischer Opfer des § 175 Strafgesetzbuch. Das Verbot von Konversionsbehandlungen an jungen und willensschwachen Menschen. Und schließlich die Einführung des gemeinsamen Adoptionsrechts für homosexuelle Paare. Ich stelle fest, Sie
von der Ampel haben viel Zeit gebraucht, um den nahezu gleichen Handlungsbedarf abzüglich dieser Dinge, die wir gemacht haben, genauer zu beschreiben. Und die Fortschritte bis heute sind eher bescheiden. Und was Sie aber gesetzlich geändert haben, einiges haben Sie ja auch erwähnt, oder was Sie uns angekündigt haben, das wird, und darauf möchte ich noch in meiner verbleibenden Zeit eingehen, den Schutzrechten und Bedürfnissen von Kindern und jungen Erwachsenen nicht gerecht. Zwei Punkte. Erstens Selbstbestimmungsgesetz. Nein, keine Zwischenfrage. Mit dem Gesetz haben Sie die Missstände des alten, übrigens von SPD und FDP geschaffenen transsexuellen Gesetzes beseitigt. Das ist gut. Sie machen es aber sich und den Betroffenen, vor allem jungen Menschen, sprichwörtlich zu einfach. Sie behaupten, begleitende medizinische Maßnahmen seien von diesem Gesetz gar nicht berührt. Und dabei liegt es aber nahe, dass eine einfache Erklärung zum Geschlechtswechsel begleitende Eingriffe ebenso einfach nach sich ziehen wird. Wie passt es zusammen, dass Sie wie wir junge Menschen vor Konversionsbehandlung schützen wollen, vor leichtfertiger Hormoneinnahme oder weiterreichenden Eingriffen aber gerade nicht? Das sollen jetzt die Ärzte mit einer medizinischen Leitlinie regeln. Sie liegt ja auch schon vor im Konzept. Aber gerade weil diese viel Spielraum lässt, muss, so denken wir, eine qualifizierte, verpflichtende Beratung vor einer Änderung des Geschlechtseintrags stattfinden. Für Kinder, für Jugendliche und mindestens für junge Erwachsene, die ihre Persönlichkeitsentwicklung ja mit der erreichten Volljährigkeit in der Regel gar nicht abgeschlossen haben. Andere Länder, etwa Schweden, machen das übrigens bereits. Folgen Sie ihnen doch. Zweitens noch kurz. Es ist richtig, sozialen Müttern in lesbischen Familien durch einfache Regelungen die rechtliche Mitmutterschaft zuzuerkennen. Denn Kinder mit nur einem rechtlichen Elternteil sind schlechter geschützt. Das muss sich ändern. Aber es ist nicht in Ordnung, den Kindern durch komplizierte Umgangs- und Partnerschaftsgestaltung das Wissen über und den Umgang mit ihren leiblichen Vätern zu erschweren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Was Sie mit Ihren Eckpunkten zum Familienabstimmungsrecht angekündigt haben. Mein Rat, wer sich für den Eintrag der Kinderrechte ins Grundgesetz stark macht, sollte dies in jedem konkreten Fall beachten. Das ist hier leider eklatant nicht der Fall. Danke schön. Für eine Kurzintervention erhält das Wort die Abgeordnete von Storch. Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ich hätte die CDU, Sie und Ihre Vorrednerin gerne fragen wollen. Sie unterstützen oder Sie kritisieren an diesem Aktionsplan für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, dass er nicht schnell genug umgesetzt wird, dass nicht genug getan wird. Sie sehen Handlungsbedarf bei der Behandlung von queeren Menschen. Sie sagen, Sie verweisen auf die Errungenschaften, die die CDU in der letzten Legislaturperiode errungen hat, die Einführung eines dritten Geschlechtes divers. Wenn Sie vielleicht mitbekommen haben, in Sachsen, in ganz Sachsen beispielsweise, gibt es vier Personen, genau genommen eine Person, die das jetzt angestrebt hat, diese Umtragung als divers, und drei Babys sind umgetragen worden von ihren Eltern. Die haben das also nicht selber gewollt. Errungenschaften der CDU. Und ich hätte jetzt erwartet, in einer Rede der Union, dass sie eine Generalabrechnung machen mit diesem linken Problemmanagement über Dinge, die die Menschen im Land überhaupt nicht interessieren, an den echten Problemen, die die Menschen haben, vorbeigehen und hier eine Diskriminierung von Queeren, Bisexuellen und Sonstigen daherreden und klarzumachen, dass das wirklich an der Problematik der Menschen vorbeigeht. Im Übrigen von Bisexualität zu reden, aber zu leugnen, dass es zwei Bi-Geschlechter gibt, es ist alles völliger Hirngespinst, und deswegen die Abstrafung der Ampelregierung, die das zu ihrem Kit, zu ihrem Gegenstand, ihrem einzigen noch erklärt hat, was sie in der Politik erreichen können, und von der CDU nur zu hören, das geht alles nicht schnell genug. Da hätte ich Ihnen jetzt, gebe ich Ihnen jetzt noch mal die Gelegenheit, sich von diesem ganzen Quatsch zu distanzieren und klarzumachen, dass auch die CDU eine konservative Partei ist. Frau Kollegin, möchten Sie antworten? Ich möchte sehr gern antworten. Als Union sind wir eine Partei, und das haben wir sogar mit vielen hier im Raum gemeinsam, die die Schöpfung ehrt und die jedes einzelne Individuum auf diesem Planeten für würdig, mit einer göttlichen Würde
behaftet, erkennt und es deshalb in seiner, ihn, sie, es in seiner Individualität zur Entfaltung bringen möchte. Das ist eine Verpflichtung, die wir als CDU ganz intensiv empfinden, weil wir ans christliche Menschenbild glauben. Das ist etwas, womit Sie sich auch das ein oder andere Mal geschmückt haben, aber von dem Sie offensichtlich nichts verstehen. Und dass Sie uns hier vorwerfen, dass wir uns für diese Gruppe, für auch Individuen in dieser vielfältigen Gesellschaft einsetzen, das wirft nur auf Sie ein schlechtes Licht, ein bezeichnendes Licht, aber so kennen wir Sie ja auch. Und ich will deshalb noch ein Letztes hinzufügen. Selbstverständlich ist uns ein Anliegen, uns um die Anliegen dieser Menschen, dieser Gruppen auch zu kümmern. Deshalb haben wir uns in der letzten Regierung, die wir angeführt haben, zusammen mit den Sozialdemokraten, um viele Dinge auch tatsächlich mit guten Ergebnissen gekümmert. Ich habe sie genannt. Deshalb haben wir manches begrüßt, was die Ampel auf diesem Gebiet gemacht hat. Aber deshalb bedauern wir auch, dass noch Dinge offen sind und die Ampel kein großes Umsetzungstempo zu erkennen gibt. Das ist meine Rede. Vielen Dank. Wir fahren fort in der Debatte und das Wort erhält Nike Slavik für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, zum Beginn meiner Rede muss ich kurz was klarstellen, weil bei der Union ein paar Dinge durcheinander gegangen sind. Frau Wiesmann, auf dem Standesamt bekommt niemand Hormone verschrieben für medizinische Maßnahmen, muss man nach wie vor zum Arzt oder zur Ärztin gehen und da gibt es intensive Beratungsgespräche. Und Frau Wulff, Beratungsstrukturen sind Ländersache. Also da kann sich auch die Union gerne in den Landesregierungen noch für einsetzen. Wir tun aber natürlich auch was in der Bundesregierung. Es gibt das tolle Programm Demokratie leben und da werden übrigens auch viele wichtige queere Projekte mit gefördert. So, jetzt zu meiner Rede. Täglich erleben LSBTIQ-Personen in Deutschland Übergriffe, Mobbing in der Schule oder Ausgrenzung am Arbeitsplatz. Und keineswegs ist Queerfeindlichkeit ein importiertes Problem, wie das manchmal die AfD behauptet. Es Glauben gibt Sie allerdings eine Zwischenfrage sehr häufig, nein, ich erlaube keine Zwischenfrage. Es gibt allerdings sehr häufig ein rechtsextremes Weltbild bei den Tätern. Und wir wissen aus unserer Geschichte auch, dass Deutschland inhärent ein Problem mit Queerfeindlichkeit hat. Deswegen müssen wir es auch gesamtgesellschaftlich angehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem Aktionsplan Queer Leben dagegen ankämpfen. Denn niemand sollte für die eigene geschlechtliche Identität oder die sexuelle Identität attackiert werden. Wir sind die erste Koalition auf Bundesebene, die einen queerpolitischen Aktionsplan vorgelegt hat. Aktionspläne, die es übrigens auf Landesebene schon in 15 von 16 Bundesländern gibt, in allen bis auf Bayern. Vielleicht, liebe Union, können Sie auch da mal ein gutes Wort bei Herrn Söder einlegen. Der Aktionsplan soll staatliche Diskriminierung beenden. Sven Lehmann sprach eben über den Paragraph 175, andere auch. Auch das Transsexuellengesetz stellte eine Form der staatlichen Diskriminierung dar. Es landete mehrere Male vor dem Bundesverfassungsgericht. Und deswegen ist es richtig, dass wir es endlich durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt haben. Queerpolitisch haben wir in der Ampel viel bewegt. Wir haben mit Ferda Attermann endlich wieder eine Antidiskriminierungsbeauftragte in Deutschland. Blutspendeverbot abgeschafft, Hassgewalt gegen LSBTIQ ins Strafgesetzbuch. Für all das haben wir doch jahrelang uns eingesetzt. Und jetzt haben wir es endlich in dieser Legislaturperiode auch umgesetzt. Aber was liegt noch vor uns? Die Reform des Abstammungsrechts unter anderem. Wie kann es sein, dass, wenn ein verheiratetes Paar aus Mann und Frau ein Kind bekommt, beide automatisch Eltern sind? Aber wenn zwei Frauen verheiratet sind und eine bekommt ein Kind, muss die andere Partnerin den komplizierten Weg über die Adoption gehen. Das kann es doch echt nicht sein. Wir müssen das Familienrecht ins 21. Jahrhundert bringen und auch Regenbogenfamilien endlich berücksichtigen. Wir haben noch viele weitere Punkte. Entschädigungsfonds für Transpersonen, Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Deutschland ist kürzlich endlich nach Beschluss des Selbstbestimmungsgesetzes aufgerückt in die Top 10 im europäischen Regenbogen-Ranking. In wenigen Tagen beginnt die Herrenfußball-EM und viele fiebern auf den Europameistertitel hin. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur im Sport den Europameistertitel anstreben, sondern auch in der Gleichstellungspolitik. Dafür hoffe ich auf Ihre Unterstützung, denn auch Politik ist ein Teamsport. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Gökay Akbulut für die Gruppe Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach Jahren des Stillstands in der Querpolitik weckte der Koalitionsvertrag neue Hoffnungen. Die Stelle des Querbeauftragten wurde geschaffen und der Aktionsplan der Bundesregierung wurde vorgestellt. Der Aktionsplan ist aber schon 2 Jahre alt. Auf Länderebene gibt es solche Aktionspläne schon lange. Übrigens erstmals in Berlin, maßgeblich initiiert durch die Linke unter Rot-Rot vor sage und schreibe 15 Jahren. Ja, wir begrüßen diesen nationalen Aktionsplan, denn wir brauchen dringend eine aktive Politik gegen die Diskriminierung von queeren Menschen. Aber ich finde, dass die sozialen Themen in diesem Kabinettsbeschluss doch etwas zu kurz gekommen sind. So fehlt, um ein Beispiel zu nennen, Herr Lehmann, das Thema Wohnungslosigkeit von jungen queeren Menschen. Auch an der Umsetzung des Aktionsplans hapert es. Die Koalition feiert das Selbstbestimmungsgesetz als Erfolg, doch leider ist es vom Geist des Misstrauens gegenüber den Betroffenen geprägt. Außerdem ist es der Ampel bei dem Anliegen, Schutz für queere Geflüchtete zu schaffen, gescheitert. Die Einstufung Georgiens als sicheres Herkunftsland wird selbst von ihrem eigenen Querbeauftragten scharf kritisiert. Zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes verpasste die Ampel die Gelegenheit für eine Initiative, endlich das Grundgesetz in Artikel 3 auch für queere Menschen zu erweitern. Der Hass und die Gewalt gegen queere Menschen nehmen tagtäglich zu. Das Ziel, queere Menschen besser vor Übergriffen und Anfeindungen zu schützen, muss viel besser umgesetzt werden. Die Bundesregierung versprach, 70 Millionen jährlich, um Querfeindlichkeit zu bekämpfen, doch die angekündigten Gelder flossen nicht, jedenfalls nicht bis heute. Ein breites Bündnis aus LSVD und vielen anderen schrieb jetzt an die Bundesregierung, werden die hier aufgegriffenen Reformen nicht mit Nachdruck umgesetzt, droht der Aktionsplan ein Feigenblatt zu werden. Es ist daher an der Zeit, den Aktionsplan endlich mit Leben zu füllen. Mit diesem Tempo wird es nichts. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Jan Plobner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten KollegInnen der demokratischen Fraktionen! Vor 2 Jahren hat die Koalition den nationalen Aktionsplan Queeres Leben auf den Weg gebracht. Unser Ziel ist es, queere Menschen sollen gleichberechtigt, frei, sicher und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben. Aber lassen Sie mich als queeren Mann hier direkt zu Beginn eines festhalten. Das war und ist trotz aller Fortschritte immer noch nicht vollständig der Fall. Eines ist nach den vergangenen 2 Jahren aber auch klar. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Die Koalition hat sich den gesellschaftlichen Fortschritt auf die Fahnen geschrieben, und wir haben auch geliefert. Glauben Sie eine Zwischenfrage von Frau von Storch? Nein. Ich möchte den Anlass heute nutzen, um Revue passieren zu lassen, was die Ampel in ihren knapp 3 Jahren erreicht hat. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz haben wir jahrzehntelange rechtliche Diskriminierung von trans- und nichtbinären Menschen abgeschafft. Ab November wird die Zeit, in der Menschen zur staatlichen Anerkennung ihrer Identität gezwungen waren, ihre Ehen scheiden zu lassen, sich sterilisieren zu lassen, die Zeit, in der Menschen eine psychische Störung nachweisen sollten, um korrekte Ausweisdokumente zu erhalten, endlich der Vergangenheit angehört. Wir haben das diskriminierende Blutspendeverbot für Männer, die Sex mit Männern haben, abgeschafft. Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung zu verweigern, Blut zu spenden, ist nicht nur eine unverschämte Stigmatisierung, sondern verschärft eine eh schon problematische Versorgung mit Blutkonserven, und das gefährdet Menschenleben. Wir haben mit der Anpassung des Sanktionsrechts die Zunahme von queerfeindlichen Straftaten, darauf haben wir reagiert. Queerfeindliche Tatmotive können jetzt vor Gericht explizit strafverschärfend gewertet werden, genau wie fremdenfeindliche, rassistische, frauenfeindliche und antisemitische Motive. Außerdem können queere Geflüchtete in Deutschland nicht mehr mit der absurden Begründung, sie können ihre sexuelle Orientierung ja diskret ausleben, in Länder abgeschoben werden, in denen Gefängnis und Tod droht.
Und wer hier weiterhin denkt, das sei ein valider Grund, der hat Gleichberechtigung eindeutig nicht richtig verstanden. Gleichberechtigt zu leben bedeutet nicht, sich irgendwie vor Verfolgung schützen zu können. Es bedeutet, die Person sein zu können, die man ist, ohne dass man überhaupt einen Gedanken daran verschwenden muss, ob das kleinere oder gravierendere Nachteile für sich einen selbst haben könnte. Das alles sind nicht nur kleinere Verbesserungen für das Leben und den Schutz von queeren Menschen, das sind Meilensteine. Es sind weitreichende Gesetzesänderungen, die nach jahrelangem Stillstand auch seit 2017 schon endlich den Weg ebnen zu einem Rechtssystem, das unserer Gesellschaft passt. Modern, offen und wunderbar bunt. Meilensteine heißt aber auch, dass wir noch nicht am Ziel sind. Es ist noch viel zu tun. Vergehen gegen queere Menschen nehmen überall auf der Welt zu, auch hier in Deutschland. Queere Menschen werden weiter diskriminiert von anderen Menschen, aber auch durch den Staat. Letzteres liegt in unserer Macht zu ändern. Noch immer werden Regenbogenfamilien nicht in dem Maß anerkannt wie ihre heterosexuellen Pendants. Noch immer wird die polizeiliche Durchsuchung von und Unterbringung nicht auf die gerecht für die Bedürfnisse von trans-, inter- und nicht-binären Menschen. Noch immer fehlt die rechtliche Absicherung von queeren Wahlfamilien und allen Menschen, die grundsätzlich Verantwortung füreinander übernehmen wollen. Noch immer gibt es kein wirksames Verbot von Konversionsbehandlungen und von geschlechtszuweisenden Operationen. Noch immer fehlt im Grundgesetz ein explizites Verbot der Diskriminierung von queeren Menschen. Aber es gibt eine gute Nachricht an der Stelle. Auch da sind wir dran. Vielen Dank. Das Wort erhält Thomas Seitz, der fraktionslose Abgeordnete. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, alle Menschen sollen gleichberechtigt, frei, sicher und selbstbestimmt an der Gesellschaft teilhaben. Mit Ausnahme dieses Satzes gehört Ihr ganzer Aktionsplan in die Tonne. Gleichberechtigung ist schon lange durchgesetzt. Sicherheit ist vor allem im öffentlichen Raum seit Beginn der Massenmigration oft nur frommer Wunsch. Bei Freiheit und Selbstbestimmung kommt es darauf an. Sein ungeborenes Kind im Mutterleib zu töten, kann man faktisch nach Belieben. Aber noch vor kurzem sollte ganz Deutschland gezwungen werden, sich einer experimentellen Gentherapie mit sogenannten Corona-Impfstoffen zu unterziehen. Damals hat der Zwangsstaat auf Freiheit und Selbstbestimmung nur gespuckt, obwohl es um Menschenwürde, Gesundheit und oft das Leben ging. Trotzdem, wenn jemand auf allen Vieren läuft, weil er sich als Hund identifiziert, warum nicht? Solange jemand nicht gegen Gesetze verstößt, soll er doch herumlaufen, wie er will, oder sogar döp-döp-döp singen. Für diese Freiheit braucht es keinen Staat, der etwas erlaubt, sondern eine Welt ohne grüne oder schwarze Verbotsparteien. Die Realität ist, dass jeder Mensch eine genetische Identität als Mann oder Frau hat, unabhängig oder abhängig von seinen Chromosomen. Daraus folgt das biologische Geschlecht ebenfalls als Mann oder Frau. Und natürlich gibt es Menschen, die von Fehlentwicklungen betroffen sind und meist schwer darunter leiden. Aber um die wirklich Betroffenen geht es ihnen gar nicht. Ihnen geht es um den Zoo der Abartigkeiten als neue Normalität, die jeder gut finden muss. Und das unter Strafandrohung. Es ist pervers, Schutzräume von Frauen für verkleidete Männer zu öffnen. Und Sie hassen alle, alle, die ihren Irrsinn nicht mitmachen. Und zwar unter Strafandrohung. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ein Mann in Frauenkleidern ist ein Mann in Frauenkleidern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie kann man so eine schlechte Rede halten? Schlecht. Und schlecht. Also ich habe hier auch schon Dinge nicht kommentiert, die von Ihrer Seite kamen, die jetzt auch nicht gerade das Niveau gehoben haben dieser Debatte. Ich will jetzt mal das Wort der letzten Rednerin in dieser Aussprache geben, und das ist Susanne Hiel für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute über den Aktionsplan Queer vom November 2022. Und Herr Lehmann, Sie haben damals bei der Vorstellung festgestellt, dass einiges zu tun ist und dass sich die Stärke unserer Demokratie daran misst, wie die Gesellschaft mit Minderheiten umgeht. Ich bin der Meinung, der Umgang zeigt sich im Umgang mit der Gesellschaft mit den Schwächsten in der Gesellschaft. Und mir persönlich geht es um eine tolerante und offene Gesellschaft
und um ein respektvolles Miteinander. Der Aktionsplan geht weder über die Regelungen des Koalitionsvertrags hinaus, noch ist er mit einer Zeitschiene oder wirklich Geld hinterlegt. Die Umsetzung obliegt den einzelnen Ministerien und, Herr Lehmann, damit sind Sie praktisch Bittsteller. Im Rechtsbereich hat es mehr als ein Jahr gedauert, bis die Eckpunkte der Reform für das Kindschafts- und Abstammungsrecht und für die Verantwortungsgemeinschaften vorlagen. Ich frage mich, ist das das viel zitierte Deutschland-Tempo oder sagt das etwas über die Zustimmung zum Aktionsplan aus? Auch braucht es die Regelungen zur Verantwortungsgemeinschaft nicht. Das Gesetz bringt keinen Mehrwert, sondern es schafft nur neue Bürokratie. Und Herr Lenders, das Stichwort Beteiligung der Bürger und drüber sprechen, über die Themen und die Leute mitnehmen, das passt gut zum Selbstbestimmungsgesetz. Denn bei den großen gesellschaftspolitischen Reformen, die wir hatten, wie zum Beispiel der Ehe für alle, da gab es einen umfassenden gesellschaftlichen Diskurs davor. Die Entscheidung war von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen und beim Selbstbestimmungsgesetz ist das gerade nicht der Fall. Und heute, und das Gesetz ist noch nicht einmal in Kraft, führen wir die ersten Diskussionen über Männer in Schutzräumen von Frauen. Hier geht es um ein Fitnessstudio, das nur für Frauen bestimmt ist. Und den Bürgern dämmert langsam, was dieses Gesetz eigentlich bedeuten könnte. Und Frau Slavik, weil Sie angesprochen haben, es gibt keine explizite Beratungspflicht, beziehungsweise das ist Ländersache, das ist ja genau der Grund, weshalb Sie das nicht ins Gesetz aufgenommen hatten, weil Sie Angst hatten, die Zustimmung im Bundesrat nicht zu erhalten. Und statt immer mehr zu differenzieren und Unterschiede herauszustellen, sollten wir uns auf die Themen konzentrieren, die viele Menschen bewegen, zum Beispiel die Reform des Unterhaltsrechts. Und die anderen Themen sollten wir mit den notwendigen Änderungen versehen, statt einen realitätsfremden Gesellschaftsumbau nach grüner Manier voranzutreiben. So können wir nämlich für die Menschen wieder glaubwürdig werden. Und das gelingt nicht, indem wir den Fokus ausschließlich nur auf eine Minderheit legen und damit den Eindruck erwecken, die anderen marginalisierten Gruppen wären uns nicht wichtig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19/4573 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Der Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/1748 soll an dieselben Ausschüsse überwiesen werden. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir auch so. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13 und